Also ich habe gerade versucht zu erklären, in der Mädchenstar, bevor die Mädchenstar da ich gefunden habe, dass wenn ich, nehmen wir mal an, gell, ich wäre ein Multimilliardär, ich hätte nicht Dollar Millionen, sondern Milliarden, 1200 Millionen Dollar. Und ich würde sagen, ich schaue im Stadtkalender Knittelfeld und versuche die ganze Stadt noch einmal so aufzubauen mit den schönen Gebäuden, die wir vor dem Krieg, vor der Bombenhagel gehabt haben. Und dann müsste ich die Menschen, die aber abgesiedelt sind, von der Steiermark nach Spanien, nach Portugal zum Meer und dort Kinder haben und Familie haben, wieder zurücklocken. Und dann müsste ich jeden, der überhaupt wieder nach Knittelfeld geht, vielleicht sogar noch Geld anbieten, dass es bewohnt, gell? Weil alles ausgestorben ist. Und das ist gar nicht leicht für einen Architekten und Städteplaner und Bürgermeister, Menschen, die ausgestorben sind, wieder in die Stadt zurückzulocken. Verstehst du, wie ich meine? Ja, eher. Und deshalb ziemt es sich für junge Damen, einen Freund zu suchen, der prächtig und schön ist, und daran zu denken, einmal im Leben Sexualität zu machen, um ein Kind zu zeugen. Verstanden? Ja. Ja, super. Die Geschichte mache ich heute, gell? Weil sonst siehst du dann so aus, verstehst? 50 Jahre hast du nichts gehabt und dann hast du keine Nachkommen, keine Kinder und dann bist du ein alter Mann. Fair. Und ich. Tschüss. Tschüss.